Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es weiter mit unserem Technikon. B. Ich habe mir überlegt, wir machen heute B wie Bandsäge. Jawohl. Nein, Spaß beiseite. Wir hatten tatsächlich darüber gesprochen, B wie Bandsäge wäre einfach brutal, weil wir das Ding so feiern. Wir feiern es auch weiterhin, weil dieses Ding ist wirklich... Man sieht schon auch an der Konstellation der Späne, was wir damit schon alles gesägt haben. Weil es wird wirklich alles gesägt mit dem Ding. Ein Upgrade ist mir eingefallen, das zeige ich euch aber nachher. Sonst nur zu empfehlen. Spaß beiseite, wir machen heute weiter. Baby-Benzinpumpe. Einfach extrem wichtiges Teil am Auto, gerade auch was Tuning angeht. Wir versuchen diese Videoreihe ja in Richtung Tuning zu halten. Deswegen habe ich einen Blick Benzinpumpe. Nochmal kurz zur Bandsäge. Witzig war, dass ja tatsächlich einer einen Kommentar geschrieben hat, Baby-Bandsäge. Ne? Ja. Das war schon... Also ihr könnt weiterhin immer für den nächsten Buchstaben, wir haben uns überlegt, wir machen das Ganze alphabetisch, weil man sich am meisten darauf freuen kann, was als nächstes kommt. C wie nächste Buchstabe, ja, gibt es eigentlich nur einen Begriff, den man dafür nehmen kann. Aber mal gucken, was ihr so wollt. Schreibt mal gerne schon mal was rein. Was könnte das bloß sein? Was gibt es da mit C? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall so, Benzinpumpe. Bevor wir die jetzt zersägen, weil, deswegen B wie Bandsäge, wir werden einfach hammerhart alles immer zerschneiden. So, wir sind ja zum Glück ein relativ großer Online-Handel, da kommt immer mal ein Rückläufer zurück und die sind dann perfekt zum Zersägen. Also, wir fangen mal an. Benzinpumpe. Eigentlich Benzinpumpe, falscher Begriff, weil ich glaube, wenn man es ganz genau nimmt, ist es eine Kraftstoffpumpe. Aber Baby-Benzinpumpe, weil sagt jeder Benzinpumpe, finde ich dann doch besser. Was macht die Benzinpumpe? Die Benzinpumpe ist eigentlich nur dafür zuständig, dass den Kraftstoff, das Benzin, vom Tank zum Motor zu befördern. Das ist so erstmal der ursprüngliche Gedanke. Früher war dabei der Systemdruck, also der Benzindruck, noch nicht so ausschlaggebend, weil früher hatten wir ja Vergasermotoren. Bei Vergasermotoren ist übrigens ein geiles Wort für V, V wie Vergaser, weil das hat man nämlich noch gar nicht auf diesem Channel. Beim Vergaser ist es so, dort habt ihr eine Schwimmerkammer in dem Vergaser. Das heißt, man muss sich das wirklich so vorstellen, ein Behälter mit einem Schwimmer, das heißt etwas, was immer auf der Oberfläche schwimmt. Sobald dieser Behälter voll ist und der Schwimmer ganz oben ist, verschließt er an einer Stelle ein Ventil, das einfach nicht mehr Sprit wieder reinströmen kann. Und das Ganze funktioniert natürlich fast drucklos. Das heißt, wir reden da so von 0,1 bis 0,3 bar Kraftstoffdruck. Das heißt, dafür brauchte man damals ganz andere Spritpumpen als bei den modernen Motoren. Bei den modernen Motoren geht es ja hin bis zum, ich sag jetzt mal, Direkteinspritzer, wo man teilweise Drücke von, ich will jetzt nicht lügen, aber so 70, 80 bar hat man da auf jeden Fall immer ganz gerne. Das ist nicht wenig. So, ja, da 70, 80 Bar ist dann auch schon eine Sache. Da kann man gar nicht mehr mit elektrischen Pumpen arbeiten, dann braucht man mechanische Pumpen, dann kann man nicht mehr mit Leitungen arbeiten, dann braucht man starre Rohre und so weiter. Okay. Aber da kommen wir nochmal, da haben wir bestimmt nochmal einen passenden Buchstaben für, wo man sowas da machen kann. Jetzt erstmal wieder zurück zum Vergaser. Deswegen waren damals die Kraftstoffpumpen nicht so, ja, wie soll ich sagen, die Bedeutung damals war noch nicht so groß. Also tendenziell musste man schon immer irgendwie den Kraftstoff aus dem Tank zum Motor befördern. Die aller einfachste Variante ist natürlich einfach das Flüssigkeitsreservoir einfach höher zu haben als der Motor. Das heißt, man kann einfach die Fliehkraft nutzen und kann es einfach reinfließen lassen. Geht natürlich meistens nicht, weil Tank meistens eher hinten und eher tiefer. Deswegen waren meines Erachtens die ersten Spritpumpen, die es so gab, waren Unterdruck-Benzinpumpen. So, das ist relativ einfach aufgebaut. Wir haben jetzt leider keine, die wir zerschneiden können, aber ihr müsst euch das so vorstellen, in dieser Unterdruck-Spritpumpe ist einfach nur eine Membran. Diese Membran wird auf der Unterseite vom Motor durch den Unterdruck angesaugt. Das heißt, jedes Mal, wenn der Kolben runtergeht, entsteht ja ein Unterdruck, weil der Kolben runtergeht und somit Luft in den Motor zieht. Und dieses Reinziehen wird genutzt, um die Membran in dieser Unterdruckspritpumpe auch runterzuziehen. Und so überträgt man quasi diese Saugbewegung aus dem Motor auf die Saugbewegung von der Unterdruckpumpe. Und somit wird quasi dann der Sprit aus dem Tank in diese Unterdruckpumpe gesaugt. So, das ist die Unterdruckversion. Das Ganze ist natürlich absolut nicht leistungsfähig und ist halt wirklich nur dafür gedacht. Roller zum Beispiel haben das ganz oft. Bei einem Roller wird sowas bis heute angewendet, weil die brauchen einfach nicht viel Sprit. Wenn wir wirklich davon reden, Milliliter in Minuten von A nach B zu bringen, geht das ohne Problem. So, die nächste Version ist, so aus den 80ern, ist dann die mechanische Spritpumpe.
Was kam als nächstes? Funktionsprinzip ist ähnlich wie bei der Unterdruck. Das heißt, es gibt wieder eine Membran, die den Sprit aus dem Tank saugt. Allerdings wird diese Membran in dem Fall nicht über Unterdruck runtergezogen, sondern ähnlich wie wie das Prinzip Nockenwelle samt Nocken und Folger, gibt es im Motor eine Welle mit einem Nocken. Diese Nocke löst pro Umdrehung einen Hub aus und dieser Hub wird quasi auf die Membran übertragen. Das heißt, übertrieben gesagt, das ist ein Stößel, hier kommt der Nocken, die Pumpe wird so gedrückt, hier ist die Membran und in dem Moment geht die Membran passend zum Nocken immer hin und her und saugt halt immer wieder Sprit aus dem Tank. Das ist die mechanische Pumpe. War ganz oft so bei diesen 50 PS Motoren oben am Zylinderkopf und hat dann den Sprit aus dem Tank auch hier wieder, Niederdrucksystem, wir reden immer so von Drücken unter 1 Bar auf jeden Fall, wieder in Vergaser geführt. Dann ging es weiter, irgendwann ging es los mit den Einspritzmotoren, wo man sofort Benzindrucke von 2, 3, 4 Bar brauchte, um einfach ein schönes Spritzbild in diesen Einspritzelementen zu haben. Einspritzelement gehen wir jetzt nicht drauf ein, freue ich mich mega drauf, mal so ein Einspritzventil zu zersägen, gucken, wie das für den aussieht. Deswegen gehen wir da nicht drauf ein. So, das heißt, dann ging es los mit elektrischen Benzinpumpen, so wie sie hier liegen. Das heißt, prinzipiell sind die alle ähnlich aufgebaut. Ähnlich nicht, aber eigentlich ist auf der hinteren Seite ein Elektromotor. Da gehen wir jetzt auch nicht weiter drauf ein. Und auf der Vorderseite oder auf der unteren Seite ist immer irgendein Schaufelrad, was halt dementsprechend den Sprit ansaugt und weiter fördert. Das heißt, wenn wir diese Pumpe jetzt so roh laufen lassen, macht die 0 Bar. Das heißt, die saugt wirklich nur den Sprit an und pumpt ihn weiter. Ist wirklich einfach nur eine Pumpe erstmal. Diese Pumpe hat hier entweder einen Propeller unten drin, das heißt wirklich, wie könnte ich das vorstellen, wie ein Schaufelrad, Variante 1. Gibt aber auch richtige Pumpen, die haben richtig zwei Zahnräder, zwei Schnecken, welche ineinanderläufig sind. So, das gucken wir uns aber gleich aber an, wir werden auf jeden Fall mal eine zersägen. Jetzt der entscheidende Punkt, bin ich ja gerade schon drauf eingegangen. Ruhezustand, wir würden jetzt diese Pumpe einfach nur in einen Behälter stecken. Wir haben das Ganze mal bei Marius Golf damals als Experiment schon gemacht. Da haben wir nämlich die Pumpen schon mal vermessen. So, das wird Maxi gleich irgendwie das alte Material einblenden. Bauen wir hier mal. Wir haben damals gemacht den Tank genommen mit Pumpen und ohne Benzindruckregler einfach nur eine Menge an Sprit aus dem Tank raussaugen lassen, ohne Benzindruck. Das heißt, der Ausgang der Pumpe war einfach nur offen. Und haben geguckt, wie lange, also was für ein Fördervolumen die beiden Spritpumpen haben. Action ein! So, man kann das auf jeden Fall ganz gut ablesen. Und Start. Ein Liter. 2 Liter. 3 Liter. 4 Liter. So. So. Das war jetzt der Vorführeffekt. Jetzt sieht man mal doch, wie groß das Kraftstoffsystem ist. Dass so viel Flüssigkeit drin ist. Ne? Bei 8 Litern saugt der unten schon Luft. Das heißt, das, was unten drin steht und so weiter, ist so. Okay, macht aber nichts. Wir rechnen das Ganze mit 4 Liter hoch. Wir haben ja zum Glück eine Videoaufnahme. Wir müssen mal einmal kurz in der Kamera gucken, bei 4 Litern, wie viele Sekunden das waren. Bis gleich. So. Unsere Aufzeichnung haben wir ergeben, 4 Liter waren nach 25 Sekunden weg. So, jetzt brauchen wir mal wieder unseren Taschenrechner. Was habe ich gerade gesagt? 4 Liter nach 25 Sekunden. So, 4 Liter geteilt durch 25 sind 0,16 Liter die Sekunde mal 60 sind 9,6 Liter die Minute mal 60. Pumpenangaben werden ganz oft in Liter die Stunde angegeben. Sind 576 Liter die Stunde, die unser System bei 3 Bar jetzt gerade macht. Ist für uns zur Sekunde jetzt gerade erstmal nicht so interessant, weil jetzt müssen wir den Benzindruck hochdrehen auf 6 Bar und dann gucken wir uns das Ganze mal bei 6 Bar an, weil ihr werdet sehen, diese Zahl wird gleich nochmal drastisch nach unten gehen. Also,
Sprit wieder rein, Benzindruck hoch und dann geht's weiter. So, jetzt Benzindruck hochdrehen, 6 Bar. Ihr erinnert euch, 3 Bar Grunddruck plus 3 Bar Ladedruck. Das heißt, im System werden später 6 Bar unter Volllast sein. Das sind umgerechnet auf PSI 87 PSI. Und jetzt stellen wir das Ganze mal ein. Wenn ihr hier jetzt seht, man hört es auch, achtet mal auf die Pumpen, wie die Pumpen viel, viel aggressiver werden und viel, viel mehr machen müssen. So, 87 PSI, das haben wir. Regler wieder ab und das Spielchen von vorne. Und nächster Versuch, diesmal, wir haben ja gelernt, fange ich nicht bei 3 Liter an, sondern bei 2 Liter, dass wir auch wirklich bis 7 Liter das hinbekommen. Und Action! So. Ein Liter. Zwei Liter. Drei Liter. Vier Liter. Fünf Liter. In dem Fall kam raus, ich habe es mir aufgeschrieben, kam raus, dass die beiden Pumpen 576 Liter die Stunde gemacht haben. Im, ich sage jetzt mal, drucklosen Zustand. Druckloser Zustand bringt uns aber nichts. Bringt nur was, wenn ihr euren Keller abpumpen wollt. Der Sinn eines Einspritzmotoren ist aber, dass man den Hochdruck nutzt und durch diesen Hochdruck ein schönes Spritzbild der Einspritzventile bekommt. Weil jeder, der schon mal mit Druck gearbeitet hat, kennt es, je höher der Druck wird, bis zu einem gewissen Bereich, je schöner wird das Spritzbild. Sei es, ihr nehmt den Gardena Gartenschlauch, so, ne? Und wenn schon kein Druck mehr auf dem Schlauch drin ist, plätschert das dann nur so raus. Wenn da richtig Druck hinter ist, spritzt das richtig schön sauber da raus. So, drucklos 576 Liter. Jetzt haben wir einen Benzindruck eingestellt, den wir später haben wollen, sprich 6 Bar. Und schon werden aus den 576 Litern 436 Liter. So, das ist immer schwierig vorzustellen, aber das ist einfach Grundlage der Fluid, kommen wir auf den Namen nicht, wie es eigentlich im Fachjargon heißt, wird einer von euch bestimmt wissen, nicht Mechanik, egal. Grundlage der Theorie, wenn es um Druck und Flüssigkeiten geht, ist halt immer, die Leistung einer Pumpe wird weniger, wenn sie auch noch, ich erkläre es jetzt mal für den Laien, Energie braucht, um den Druck aufzubauen. Das heißt, wenn eine Pumpe einfach nur drucklos pumpt, kann sie natürlich immer mehr Volumen, als wenn auch noch Energie reingeht, um den Druck zu erhöhen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, je höher der Benzindruck wird, je weniger Volumen macht die Pumpe. Ist immer schwierig ein bisschen vorzustellen, darf man aber niemals vergessen. Das heißt, je höher der Benzindruck wird, je weniger schafft die Pumpe. So, jetzt kommt das Komplizierte an der Spritpumpe im Bereich Tuning, warum die Pumpe so wichtig ist. Ein Einspritzventil, wie ich gerade erklärt habe, lebt davon, dass es mit einem starken Überdruck den Benzindruck einspritzen kann. So, nun steckt dieses Einspritzventil aber in der Ansaugbrücke und spritzt in die Brücke rein. Das heißt, jetzt eure hochgezüchteten Motoren fahren als Beispiel unter Last 2 Bar Ladedruck. Das heißt, in dem Moment, wenn wir als Beispiel 3 Bar Benzindruck fahren, spritzt es nicht mehr mit 3 Bar ein, sondern am Ausgang der Düse in der Ansaugbrücke sind 2 Bar. Das heißt, wir haben nur noch eine Druckdifferenz von 1 Bar. Und mit 1 Bar würde das Ventil A nicht mehr schön spritzen und wir hätten auch keinen linearen Wert. Also man braucht immer den gleichen Differenzdruck. Düse Eingang, Düse Ausgang. Was hat das zur Folge? Wir brauchen Benzindruckregel. Weil es gibt verschiedene Lastzustände. Wir haben den Leerlauf, wo in der Ansaugbrücke ein Unterdruck ist, weil Drosselklappe zu, der Motor saugt. Das heißt, wir haben an der Einspritzdüse
tatsächlich einen Unterdruck, sprich es wird an der Düse im Ruhezustand schon gesaugt. Damit wir jetzt wieder diese Druckdifferenz immer die gleiche haben, heißt das, der Benzindruck muss immer weniger werden. Im anderen Fall, es kommt Ladedruck in die Ansaugbrücke rein, muss natürlich auf der anderen Seite des Einspritzventils der Druck immer mehr werden, damit die Druckdifferenz am Ende wieder die gleiche ist. So, das wiederum heißt, wenn ihr jetzt gut aufgepasst habt, je mehr Ladedruck wir fahren, je mehr Benzindruck brauchen wir. Ein Bar mehr Ladedruck gleich ein Bar mehr Benzindruck. Das wiederum heißt aber, wie ich euch gerade erklärt habe, je mehr Druck, je weniger Sprit kann die Pumpe. Das heißt, das ist ein verdammter Teufelskreis, weil auf der einen Seite brauchen wir mehr Benzindruck, auf der anderen Seite wird das Volumen, was die Pumpe kann, immer weniger. Und jetzt kommt der letzte Punkt dazu. Ihr wollt ja alle nur mehr Ladedruck, damit ihr mehr Leistung fahrt, und mehr Leistung ist immer mehr Kraftstoff. Das heißt, die Düse muss in dem Fall auch noch mehr Sprit durchlassen. So, das heißt, dieses gesamte Konstrukt ist einfach so, dass die Spritpumpe beim Tuning relativ schnell einfach an ihre Grenze kommt. Weil einfach der Druck immer höher wird und die Pumpe immer weniger kann. Das ist eigentlich die Hauptursache. Deswegen kann man bei diesem System auch hammerhart zwei Pumpen in Reihe schalten. Mhm. Pumpe Nummer 1 im Tank. Wir gehen aus der Pumpe raus, gehen in die zweite Pumpe rein. So, und dann ist es tatsächlich so, wenn wir am Motor 6 Bar haben wollen, dann ist es nicht mehr so, dass die eine Pumpe 6 Bar macht, sondern auch hier haben wir wieder die Druckdifferenz. Das heißt, die erste Pumpe läuft, wenn man es als einzelnes System betrachtet, mit 3 Bar, macht dementsprechend das Volumen von 3 Bar, pumpt mit 3 Bar hier rein, und diese Pumpe kann man quasi wieder so betrachten, als wenn hier 0 und da 3 Bar rauskommen. Es kommen aber 3 und 6 Bar raus. Das heißt, wir haben wieder das hohe Fördervolumen von dem geringen Benzindruck. War das einigermaßen gut erklärt? Es ist komplexer, als ich dachte, so das Kraftstoffpumpensystem. Aber ich denke, hat man schon einigermaßen. Ja, also jegliche Fragen, die offen sind, können wir dann ja nochmal bei Einspritzventil klären. Aber so habe ich euch schon mal grob einen weiteren Begriff B wie Benzindruckregler vorweggenommen, warum wir einen Benzindruckregler brauchen. Nochmal zusammengefasst in ein, zwei Sätzen. Man will, dass die Düse immer mit dem gleichen Differenzdruck arbeitet. Das heißt, Einlass-Auslass-Düse muss immer ein konstanter Wert sein, damit die Kennlinie von der Düse konstant ist. Weil die Düse mit mehr Druck auch mehr Durchlass hat. Da das aber niemals vernünftig abstimmbar ist, wenn der Druck sich ständig ändert, will man halt dieses Delta, dieses Differenzdruck, möglichst immer gleich haben. Das heißt, wenn ihr euren Benzindruck auf 3,5 Bar einstellt, will man, egal in welchem Lastzustand, 3,5 Bar haben, damit diese Variable konstant ist und man nur noch über die Taktung der Einspritzdüsen arbeitet. Und dafür brauchen wir halt den Regler, weil die Pumpen lassen sich nicht regeln, die können nur an oder aus. Deswegen, man braucht diesen Regler. Ein letzter Punkt, den ich vielleicht noch erklären kann, auch schnell, ist, wie macht man das überhaupt mit dem Benzindruckregler? Weil ganz vielen, denen wir so Kraftstoffsysteme zusammenstellen, die wissen immer gar nicht, wo der Benzindruckregler eigentlich sitzt. So, weil dabei ist nämlich ganz entscheidend, der Benzindruckregler sitzt nämlich als allerletztes im System. Das heißt, ihr könnt den Benzindruckregler nicht hier direkt hinter die Pumpe setzen, weil dann hättet ihr nämlich den Benzindruck nur zwischen Pumpe und Regler und dahinter nicht mehr. Dahinter würde der Sprit einfach zurück in den Tank plätschern, fertig. Das heißt, ihr braucht den Benzindruckregler hinter dem Motor. Das heißt, das Kraftstoffsystem ist so aufgebaut, Tank, Pumpe, Motor mit den Einspritzventilen und dann kommt der Regler. Dass das System zwischen Regler und Pumpe, wo der Motor zwischen ist, konstant auf Druck X eingeregelt ist. Und alles, was über diesen Spritdruck hinaus an Sprit überbleibt, plätschert durch den Rücklauf wieder zurück in den Tank. Okay. Das war mal saftige Technik hier. Ja. Aber ich glaube eigentlich, dass das auf jeden Fall, da waren ein paar gute Ansätze bei. Ja. Diese Thematik mit Differenzdruck an den Einspritzventilen, das machen wir bei E wie Einspritzventil wahrscheinlich mal, vermute ich mal. Kann passieren. Da zerschneiden wir sowas nochmal und so weiter. So, jetzt aber genug Theorie. Ich würde sagen, wir zersägen jetzt hier einfach mal so eine Pumpe. Ich überlege gerade, welcher Teil am interessantesten ist. Also hier unten seht ihr ja schon, da ist ein Filter drin. Das heißt, ich würde mal sagen, wir fangen von der Seite aus an und gucken mal, wie unsere Parkside sich hier so durchkaut. Jetzt seht ihr nämlich auch gleich das Upgrade, was wir unbedingt nochmal machen müssen, ist. Hier müssen wir jetzt irgendwie nochmal ein Upgrade machen nachher, weil das ist ein bisschen doof. Wenn wir logischerweise hier gleich Kraft beim Sägen drauf machen, drückt die Pumpe sich so weg. Das heißt, hier muss eigentlich was drunter. Eine kleine Platte einfach, oder was? Ja, kann auch theoretisch ein Holz sein, wo man immer reinsägt und so. Mhm. Aber ich sag mal, der erste Schnitt sollte so noch gehen. Dann, denke ich mal, wird es aber irgendwann schwieriger.
Krass, wie die da durchgehen, ne? Ja. Das ist, Gute! Film mal hier, von da wird gleich witziger, wenn das Ding abfällt. Boah, wisst ihr, das war jetzt ziemlich vorverfickt. Wenn es natürlich jetzt so ein bisschen spannender wird, dann muss die besser gespannt werden. Ja, also ich befürchte, wir sind gleich mit unserem Latein hier am Ende. Und B wie Bandsäge braucht U wie ein Upgrade. Ich dachte, es ist A wie Upgrade. Ja, es ist scheiße so. Das kannst du so vergessen. Also das verstehe ich auch wirklich nicht, weil es würde schon reichen, wenn wir uns einfach nur noch Hilfsplatte hier drunter schrauben, in der Höhe, dass einfach der Schnitt abgestützt ist. Also wir spaxen uns als nächstes hier eine Holzplatte von unten gegen, dass wir, selbst wenn wir jedes Mal in diese Holzplatte reinschneiden, ist das immer noch besser, als hier drunter keine Stütze zu haben. Wir könnten jetzt hier natürlich anfangen und eine Stütze runter machen und sowas. Das kann ich gerade mal gucken. Ich hole mal einmal einen Edelstahl. So, improvisiert, kleines Upgrade. Oh, das passt ja. Ja, es passt einigermaßen. Passt. Aber es ist schon mal ein Anfang. Das muss jetzt halt nur werden vernünftig. Ich befürchte, wir haben tatsächlich das Sägeblatt geschrottet. Ah, wir gucken mal. Die Parkside kaut sich da weiter einfach durch. Kurz aufmachen. Was ganz cool ist, bevor hier das Band reißen würde, rutscht irgendwie da drin der Motor immer einfach durch. Zack. Gut. Hat sich doch noch durchgekaut hier. So. Okay, jetzt ist hier natürlich alles voll mit Spänen. Geht da noch was drin? Okay, wir haben zu weit vorne gesägt. Auch das noch. Macht ja nichts. Wollte schon mal reingucken. Also hier haben wir erstmal einen Filter im Einlass der Benzinpumpe. Und dort würde die Pumpe jetzt ansaugen. Und da drin sieht man schon ein bisschen den Propeller, wie sie verdichten würde. Aber ich würde mal behaupten, wir müssen leider nochmal sägen. Ich bin gespannt, ob das Blatt das noch hinkriegt. Wir haben leider kein Ersatzblatt hier. Aber ich will es auf jeden Fall testen. Die Wandstärke ist auch echt dicker, als ich dachte. Von der Pumpe? Ja. Ja, ist jetzt eigentlich nur Alu, ne? Das ist jetzt kein. Ist jetzt eigentlich kein. Ja, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es so stark ist. Das ist jetzt eigentlich nicht schlimm. So, weil das Problem wird jetzt natürlich, das ist der besagte Fehler. Es macht keinen Sinn, dass die Klemmung erst hier hinten anfängt. Ja. Weil hier ist jetzt alles ungeführt, weißt du? Ich müsste es, wenn dann schon bis da klemmen. Jetzt bringen wir die Parkside ans Limit hier. Also sie macht tatsächlich Fortschritte. Ist jetzt nicht so, dass sie gleich sagt, nee, kein Bock. Das Sägeblatt hat es natürlich auch echt hinter sich. So, machen wir weiter. Na, da kommen wir jetzt natürlich auf das Pumpenwerk da drin. Das ist natürlich... Das wird natürlich männlich sein. Ja, nee, da muss ich jetzt sagen, da ist unsere Parkside jetzt am Ende hier. Aber krass ist, eigentlich zieht die das wirklich durch. Es scheitert wirklich gerade nur an der Spannung von dem Teil. Ja, was soll ich sagen? B wie Benzinpumpe. Ich würde mal sagen, wir haben ja noch ein Video E wie Einspritzventil. Bis dahin habe ich die durchgesägt. Bis dahin hat unsere Parkside ein Upgrade. Dann können wir euch das da drin nochmal zeigen, wie hier drin angesaugt und verdichtet wird. Ich denke, wir haben euch trotzdem wieder jede Menge Technik gezeigt. Beziehungsweise erläutert. Soll ja auch um Technik gehen. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Und im nächsten Video unserer Technikon-Reihe C wie... Mal gucken. Wer weiß. Ciao.
Ich dachte, es ist A wie Upgrade. Kannst du das bitte reinmachen im Video?